Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost! Läuft das Band? So, Kommunikation, mein kleiner Podcast hier wieder für euch. Und heute habe ich mir zwar eingeladen, eine Fanfreundschaft, wenn es von Duisburg, Eintracht Frankfurt, Mundstuhl. Ja. Da sitzt ja. Hey. Ja. Der Ande, der Lars, ja. Das war's. Auf Wiedersehen. Wie geht es euch jetzt? Was habt ihr? Habt ihr alle Geschenke zusammen? Nein. Ich kaufe keine Geschenke. Schenkt ihr euch gegenseitig was? Nein. Ich habe dem Lars einmal was geschenkt, zusammen Geburtstag allerdings. Das hängt auch bei mir immer noch an der Wand. Bild gewesen, war eine Salami. Der Führerschein. Salami, die er mir geschenkt hat, die hängt nach wie vor an der Wand. Das ist jetzt ungefähr 25 Jahre. Ja, die soll ja trocken sein. Die soll sehr, trocken sein. Trocken sein. Gut abgehangen. Also die ist gut abgehangen, weil sie hat von der Originalgröße, schätze ich, noch. Man erkennt es ja kaum. Es ist eigentlich nur noch ein Fettfleck an der Wand. Im Grunde schon. Im Grunde, vielleicht hast du ja auch. So, ich gehe kurz raus. Ja. Nee, es wird immer bemängelt, dass ich zu viel laber. Aber jetzt finde ich schön, dass welche da sind. Erstmal Stößchen. Ja, dann kriegen wir vielleicht auch was. Ja, natürlich. Sehr trockene Baustelle, so muss ich sagen. Ich tue sonst noch nicht zapfen. Ein Binding. Ich rast aus. Ein Binding. Hör mal. Hier. Danke. Du hast ein Wasser, ne? Fantastisch. Nein, ich habe ein Binding. Ich muss doch noch fahren. Ja, aber er hat doch auch ein Binding. Das ist doch ein Binding. Ja, aber das ist doch auch ein Binding. Ah ja, das ist ein helles Binding. Ich, Köpi, aber heute bei ihr mal Zeug machen. Ein Gedicht. Oh, das steht aber schon lange da. Ja, das ist das lange. Vielleicht ist still. Ja. Nein, ich bin nur der Medium. Ich bin sehr spiritistisch, deswegen ist es Medium. Ja, still mit Flocken. Das ist mir mal passiert, als ich noch Musik gemacht habe. Es waren Sommerferien. Ich bin auch noch in die Schule gegangen. Und wir haben den ersten Probetermin gehabt nach den Sommerferien. 6 Wochen nicht geprobt. Ja. In so einem, im Sommer halt, im Kellerraum. Und dann habe ich mich gefreut. Das war da so eine Hashtag-Werbung. Ja, Orangensaft. Denk an die Pointe, denk an die Pointe. Und den habe ich, der stand da und der hat mich so angelacht, weil ich so einen Durst hatte. Und dann habe ich davon getrunken und der kam schon so plockig raus, weißt du. Der hat halt 8 Wochen da gestanden und dann waren auch Zigaretten drin. Ich habe mich dann erinnert, dass ich vor den Sommerferien die Kippen da reingeschmissen habe. Ich habe erst, so hart habe ich im Leben noch nie gekotzt. Nutzkauf in Worms. Ich komme im Onanieren nicht nach, weil die haben Köpi im Regal. Ja. Ein Sixpack. Ich denke so, boah, wie geil ist das denn? Nehme es mit, trinke es und denke so, Fruchtfleisch, das ist selten. Nee. Und das war 2 Jahre abgelaufen. Ekelhaft. Nutzkauf in Worms. Die Werbung läuft. Wie kommst du denn? Wie kommst du denn in den Nutzkauf in Worms? Weil ich im Lincoln aufgetreten bin und da war Rechteln. Ja. Ich war im Lincoln. Ich kann mich dran erinnern, wie war nochmal der Witz mit dem, bei den Holländern haben sie angestanden, bin ich zum Deutschen oder wie war das? Ich weiß gar nicht. Das ist, ich bin, da habe ich Tränen gelacht. Also ich bin G für Deutsche. Ja. Schön ist auch so, ich habe die Tür aufgemacht, da ging der Bewegungsmelder an, hat hinten in der Kabine gerufen, danke. Ja, kurz vor Weihnachten haben wir jetzt schon. Kurz vor Weihnachten. Ja, natürlich. Ist das scheiß Jahr vorbei. Ja. Naja, also. Und wir werden gleich auch noch unser Lieblingsweihnachtslied singen. Ja. Ach, oh, ich habe das so geliebt. Ja. Schneeflocksche, Weißrocksche, du bist so konkret. Du bist auch eine Aschenlöcher, aber trotzdem wie. Und das Geile war ja, Mola war auf Platz 6 oder was? Ja, Platz 5 in den deutschen Singlecharts irgendwann Anfang des Jahrtausends. Und dann Mola Adebesi, Adebesi. Ja, Duisburger übrigens. Ja, ja, jetzt aber Frankfurter, glaube ich. Ja, der wollte in die Mitte nach. Ja, der ist genau. So, und der hat das bei Viva anmoderiert und musste dann leider gibt es kein Video für die Nummer 5. Ja. Nummer 5 hat kein Video. Ja, aber. Nee, das Scheißding, das hat keine halbe Stunde gedauert, das Scheißding zu machen. Hört man ja auch. Und eine halbe Stunde hätte ich schon übertrieben gefunden. Ja. Aber ich habe das so geliebt. Wirklich, Dragan und Alder. Ja? Mhm. Es gibt ja noch eine Konkurrenzgesellschaft, die Ermann sich mal aufgelöst hat, Stefan und tralala. Gab es. Ja, genau, gab es. Ich habe gehört, die wollen aber auch wieder. Aber ich muss es sagen, und da kann ich hier auch sagen, ihr macht es besser. Ja, na klar, wir machen es ja auch schon. Dragan und Alder ist Knaller. Ja, nein, das ist ja eine Sache, die damals echt auf der Hand gelegen hat. Also ich meine, natürlich mussten wir Frankfurt. Ja, natürlich, klar. Aber diese ganze Kanak-Comedy, das hat sich, sind wir mal ehrlich, ich meine, wir haben die noch im Programm, es ist auch immer noch geil, wir haben sie auch modern gehalten und immer erneuert, aber natürlich hat sich diese Schiene Kanak-Comedy hat sich natürlich im Grunde mittlerweile erledigt. Also aber grade, viele kommen deswegen. Ja, schon, aber gerade wo... Also 5 Minuten dann, muss jemand dabei... Auf jeden Fall, das wäre ja so, wie wenn die Stones nicht mehr Satisfaction spielen. Das oder ich ist nicht mehr Argus Made for Love geht einfach nicht oder hin. Metallica nicht mehr Whiplash. Natürlich muss man die Songs spielen. Ja. Oder Smoke Over the Water. Übrigens ist die Kill 'Em All die Best.
Smoke Over the Water. Smoke Over the Water von Pink Floyd. Smoke Over the Water von Pink Floyd. Von Pink Tellica. Pink Purple, also. Ich habe im Übrigen, letztens habe ich mein Auto gesehen, ein Toyota Corolla, der hinten zwei Wischblätter hatte für die Heckscheibe. Da habe ich gedacht, das ist der Wahnsinn. Wir haben mal ein Foto, weil er hat so was von Corolla gesagt. Wir haben mal ein Foto von einem Auto gemacht, die hatten hinten keine Scheibe, trotzdem einen Scheibenwischer dran. Das ist gut. Fand ich total klasse. Da war so ein LKW und der ging immer hin und der hatte gar keine Scheibe. Das ist das Geilste. Das ist wirklich geil, ja, damit man wenigstens denkt, man hätte eine Scheibe. Aber wo wir über Musik gerade sprechen, wir hatten das ja im Vorgespräch. Wir kennen uns, wir sehen uns ja zum ersten Mal. Ja, stimmt. Man trifft sich ja manchmal in Köln. Aber Kiss-Fans beide? Ja, oder eher noch Andi ist zurückhaltender, ne? Ich habe also natürlich, es gibt ja mittlerweile. Da ist mehr Andi Borg. Mittlerweile finde ich ja sogar Scooter geil. Also ja, ich fahre gern. Das ist die Altersmilde sozusagen, die da früher. Nein, Kiss war mir ein bisschen zu disco-mäßig dann, also in dieser I Was Made for Loving You Zeit. Fürchterlich, Dynasty. Ich war, die Dynasty und ich war eigentlich immer ACDC-Fan. Und ich bin so ein Bluesrocker. Ich bin ein großer Whitesnake-Purple-Fan aus den 80er. Ja, und früher ging ja nur das eine oder das andere. Also bei uns war es jedenfalls so, entweder Kiss oder ACDC. Natürlich. Wie ist die Rolle von David Coverdale? Boah, war das eine Sau. Das war eine Fackel, ja, aber ist der noch wieder zusammen? Nee, ist die ist auch überall gespritzt. Der ist ja großer Deutschland. Der hat Foto durchgespritzt. Sind ja in Deutschland ins Internat gegangen vom Coverdale. Ja. Würde aber Weizsäcker gerne meine Freundin tatsächlich, ich höre gerne die Slide It In. Ja. Ja. Und sie kennt auch. Ich kann mich nicht beschweren, ich habe den Weg aufgemacht. Ja, aber geiler Song. Aber Weltklasse und die höre ich tatsächlich auf dem Fahrrad sehr, sehr gerne. Ich komme jetzt von seiner Freundin auf Slide It In, weil so, das da geht es ja drum. Ja, Bloody Luxury. Die war aber auf der und da hat er noch Like a Hobo und I Was Born to Walk Alone. Like a Drifter, Iron Maiden, habe ich als Vorband gesehen von Kiss. Hobo ist ein Landstreicher. Ja. Ah, und das war zu schlimm dann? Nein, aber er wollte halt Drifter machen, ich weiß nicht warum. Mit I. Eben im zweiten Teil. Like a Hobo, als er sich selbst gecovert hat mit Here I Go Again. Ja, genau, ich hatte ja, glaube ich, 3-4 Mal, glaube ich, mittlerweile. Aber im Original hieß es Like a Hobo, I Was Born to Walk Alone. Und dann hat er es Like a Drifter, weiß auch nicht warum. Und er wird es anders nennen. Ja. Jede Tour, das ist immer neu, er findet sich neu, finde ich gut. David Coverdale, er wurde aber auch nachgespritzt, auch ein bisschen. Ich bin großer Coverdale-Fan, ich mache ja wieder Musik bei The Hawkins Collective und da singe ich wieder Coverdale. Mhm. Guckt es euch an auf Spotify, hört es euch an. Du machst Werbung, oder? Ne? Klar, mach ich natürlich. Guckt es euch an auf coverdale.de, wie heißt das? The Hawkins Collective heißt es. The Hawkins Collective. Und Lars macht elektronische Musik. Hast du eigentlich schon einen Namen für dein Projekt? Nee. Elektro-Lars. So mache ich es. Elektro-Lars, das wäre geil. Boah, das wäre so geil. So ein Elektro-Stift. Hey, hier ist euer Elektro-Lars. Müller oder so. Ja, das wäre eigentlich wirklich geil. Das wäre eigentlich cool. Der Elektro-Lars ist geil. Scheißhaus Müller. Jetzt auch für unten rum. So. Oh, da kommen sie. Da sind die Bullen kommen. Wir gehen zu weit unter die Gürtellinie. Aber Kiss ist du magst Kiss nicht. Kiss, ich war bei Kiss in Miami 98. Boah, wie geil ist das denn? Geil, ne? Ja. Nein, Quatsch, 89. Wohnen die da? Nein, 89. da war ich war im Urlaub in Florida und da kam Kiss nach Miami und da bin ich hingegangen. Hat jetzt keine Pointe, aber da waren sie ungeschminkt gerade. Ja. Ach, das war die Unmasked-Tour, oder? Das war dann Unmasked. Aber ist dir aufgefallen, dass die Fans trotzdem geschminkt waren, obwohl die ungeschminkt waren? Obwohl die Wicked-Up-Zeit, wo sie sich es gab ja die Unmasked, wo der Unmasked. Ja. Wicked Up war die erste Single ohne Maskierung. Und richtig gut. Weißt du noch das Video? Die erste Minute mindestens oder anderthalb, siehst du ja nur diese 8 Beine da. Nur die Beine und dann kommt der Refrain und dann. Hätte ich ihr übrigens als Video Lick für euer Weihnachtssong nehmen können. Oh, it's all right now. Lick it up. Jetzt auf Reunion-Tour. Der Paul, er hat schon geil gesungen. Der Paul war geil. Sie bringen jetzt eine neue CD raus. Ja, gut, das ist halt nur noch der Malcolm im Grunde. Der Angus, der Malcolm hat. Das war jetzt nicht so gemein. Aber ist es der Malcolm wieder? Malcolm ist wieder, wir haben exhumiert. Er kann wieder spielen. Der ist wieder mittendrin. Und das Schöne ist, der kann Corona nicht kriegen. Das ist das Geile. Das ist natürlich dabei. Aber tatsächlich hat er wohl einige Songs mit dem Angus. Aber Peter Lustig wächst auch kein Löwenzahn am Grab. Also man muss aber. Ist das so? Ist der tot? Was? Ehrlich? Und ich habe doch Löwenzahn. Und die erste Sendung hieß Pusteblume. Ja. Und dann haben sie sich überlegt, haben sich 4 Stunden zusammengesetzt. Wie nehmen wir das?
Markum Löwenzahn. Ja, oh, brillant. Ist, ja, also ist wie Carsten Flöter bei Lindenstraße. So kann man doch einen Homosexuellen nennen. Der lebt aber doch hoffentlich noch. Der lebt noch, gut, aber ja. Wie kannst du denn einen homosexuellen Carsten Flöter nennen? Das wussten die Eltern doch nicht. Nun ist der da ist der Name im Programm. Ja, also ich hatte einen, man steckt nicht drin. Ich hatte einen in der Klasse, der hieß Klaus Ficke. So, und jetzt kommst du. Ja. Also. Wie kannst du den Klaus ein Kind nennen? Ja, also Klaus. Also, ich meine, bevor ich, würde ich mich lieber umbenennen lassen, Fickler oder so. Das ist der ich hatte Mann, tatsächlich einen bei Ficke. Uns in der Zivischule, der hieß Sweetheart Stahl. Der hat den auch gesagt. Sweetheart Stahl. Ist das dein Ernst? Sweetheart, nee, dein Ernst war nicht dabei, nur Sweetheart Stahl. Ja, aber das hat doch das Standesamt nie im Leben zugelassen. Ich weiß sagen. Nicht, ob er verheiratet war. Kennst du von Johnny Cash, A Boy Named Sue? Ja, und das hat sehr schön ins Deutsche übersetzt bei Krüger. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Ach, damit. Aber kennst du von Truckstop, mein Onkel, das bin ich, mein Opa, das bin ich. Da erklärt er in dem Ding, wie er selber sein Opa sein kann. Das ist voll geil, weil er die heiratet, die war vorher mit seinem Vater zusammen und so. Das ist ziemlich lustig. Truckstop war schon... Hattest du einen Mike mal hier schon? Wen? Den Mike Krüger. Krüger. Den haben wir noch gar nicht angefangen. Ne? Ja, müssen wir mal. Ich hatte mit Mike schon mehrere Auftritte. Wir waren zusammen bei Pilawa, war aber ruhig. Und zwar hatten wir da... waren wir bei du musst das raten oder wie das heißt oder wenn du nicht gewinnst, geh weg. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Ja. Auf jeden Fall haben wir da geloost. Ja, nett gewonnen. Ja. Und zwar haben wir Antworten beantwortet, die dann aber falsch waren. Ich weiß ja, wir haben mal diverse, nicht Hidden Shows, sondern so Festival-Shows mit dem Mike gespielt. Ja, ne? Der ist weg, das, ne? Mike ist ja auch geil. Das war so geil. Vor allem die Aftershow-Partys waren wirklich immer sehr lustig. Der kann erzählen, also der hat ja natürlich einen 40-jährigen Erfahrungsschatz, hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Wo ich immer gefällt, die Aftershow-Partys, wir kennen ja, was da manchmal abgeht, auch also Kokserei und so weiter. Und bei Mike wäre viel Platz. Wenn der das in so Gas geben würde, oder was? Also, ja, also an solchen höheren Tagen. Aber wir trinken lieber Bier hier. Zum Wohlsein. Oh ja, das ist auch leckere Wasser. Nicht fahren, Kinder, wenn ihr getrunken habt. Ja. Nein, deswegen ja. Deswegen. Was macht ihr denn kurz vor Weihnachten überhaupt jetzt hier in Köln? Warten, dass Weihnachten anfängt. Richtig. Was ist denn jetzt los? Musst du brechen? Ja, es ist so flockig. Ja, gut. Aber wie gesagt, besser als einen trockenen Mund, das stimmt. Und es gibt ja auch einen anderen Geschmack. Ja, ja. So ein bisschen. Das neue fischig. Das neue Abwasser. Bisschen fischig. Fischig oder nussig? Ja, ja. Fischig oder nussig? Arbeitet ihr an einem neuen Programm? Oder machen wir auf jeden Fall, aber wir wissen halt nicht, wann dieses Programm starten wird. Geplant. Soll ich euch helfen mit vielleicht Gags machen? Das ist sowieso, das ist okay. Wir kommen auf dich zu. Ja. Aber geplant war der Herbst 21 und wir versuchen es auch durchzuziehen. Der Christoph Maria. Auch? Ja. Wäre der nicht? Aber die Frage ist doch, wir müssen doch jetzt erstmal alle abwarten. Ganz im Ernst, kurz ernstes Thema, aber erstmal abwarten, wie das überhaupt weitergeht, ob wir im Herbst 21, ob es Sinn macht, mit einem neuen Programm an den Start zu gehen. Das könnte dem Staat ein Schnippchen schlagen und einfach nur 75% auftreten. Das könnte man. Als Idee. Das ist gut. Ja. Nein, aber tatsächlich ich habe vorhin gesagt, ich hätte mich gewehrt und hätte dort eine Mauer gebaut. Ja, in Berlin hätte ich nochmal, wenn ich der Trump gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich baue eine Mauer in Berlin. Ich glaube, er hat auch vorgehabt. Er hat es gemacht. Die beiden Mexikaner, die in Berlin wohnen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir vielleicht das einfach um 12 Monate nach hinten verschieben, weil wir haben ja auch noch Gigs mit der jetzigen Tour zu spielen und das Geld wollen wir abholen. Bist du auch auf verschoben Tour? Also seid ihr auch verschoben? Wir sind verschoben. Wie geil wäre das denn, wenn die Tour verschoben heißt? Ja. Es kommt ja keiner, weil... Ne? Ja, die Leute sind aber jetzt so geeicht. Früher hätten wir das wahrscheinlich als Sprachkräfte. Immer wenn sich einer bei uns verspricht, dann so hängt. Ja, der Flappert. Der Flappert war doch auch geil, oder? Der Flappert ist eine sehr geile. Ich habe früher überlegt, warum als Kind tatsächlich habe ich gedacht, was Tauben mit Leoparden zu tun haben. Ja. Ja. Und dann hat man mir erklärt, es geht wohl um die Hörschwäche. Und nicht um das Tier, die Taube. Ja, worum geht es denn eigentlich wirklich? Weil die heißen ja nicht wirklich... Taube-Leoparden haben ja erstmal ein Problem. Ja. Das heißt, so nennt sich ja keine Band. Also außer eine Punkband in Deutschland. Ist der Name Bay City Rollers entstanden? Es gibt eine Bay City in Texas. Nein, es gibt auch einen Stadtteil in Detroit. Und zwar haben die mit einem Pfeil, wie ein Dartpfeil, da drauf geworfen. Und so nennen wir uns. Und die haben Bay City getroffen, Stadtteil in Detroit.
Basic Idiot. Ist das nicht schön? Das ist der Hammer. Detroit gibt es ja praktisch nicht deswegen mehr. Deswegen heißt ja praktisch ich von 1,5 Millionen auf 15.000 Einwohner geschrumpft. Ja. Ja. Die Stadt, da kriegst du ja ein Hochhaus für einen Dollar. Ich komme aus Duisburg, ich kann dazu unterschreiben. Fängt auch mit D die an, Brücke ja. der Solidarität ist nur noch zur Hälfte offen. Ja. Nee, aber Detroit, das ist natürlich Motor City, also Kiss, ne? Ja, ja. Also ist ja, ja. auch. Also, ne? Sind ja. Ehrlich, obwohl sie New Yorker. Immer noch, übrigens, Kiss hat schon 89 mit Detroit Rock City aufgemacht. Ja. So wie heute. Da hat sich ja. Also die liebe Live 2. Die erste war mit Hughes und die zweite Live war dann mit Detroit Rock City. Ja. Aber es ist schon ein Anfang, wo du sagst, alles klar, wir können hier aufhören, besser wird. Ist so. Ja. Und da obwohl ich als For You Love nochmal sehr gut fand. Ja, ich fand ja immer noch, wir haben sie ja nochmal in der Originalbesetzung. 96 war ja Originalbesetzung. Ja, der Peter Criss und Ace Frehley für die älteren Zuschauer. Ja, ja genau. Wobei, also der Peter Criss, der war ja. Der hatte ein bisschen Probleme mit Drugs. Ach, das ist ja vor allem der Ace, dachte ich. Der Ace hatte mehr mit Drinking. Ja, aber der Ace war doch der Gitarrist, der ging doch. Nee, aber der hat wirklich auf jeden Fall. Der war das Gitarrist, der hat sehr viel getrunken. Ace Frehley hat sehr viel getrunken. 96 ist er fast umgefallen. 96 ist er fast umgefallen. Der MTV mit den Plateauschuhen, der Ace kommt kaum laufen. Wie gab es da Members of our family tonight? We talk about Ace Frehley und Peter Criss. Und dann kommen die bei MTV unplugged, kommen die rein. Daraufhin wurde die Show, wo Ärzte auch Vorband waren, ja, 96. sind die dann nochmal eine Tour, wo du wirklich. Bei manchen Liedern nicht mehr gehört das beim Gitarristen, beim Israeli. Welches Lied ist da gerade? Ja, weil Shock Me war ganz, ganz schwer. Ganz schwer rauszuhören und so weiter. Aber ich fand geil, dass Ärzte die Vorband waren. Ich fand geil, weil die Unholy in Unheilig übersetzt haben und für die Kiss My Ass auf die CD. Was ich geil fand, ich war mal in Offenbach im Biber-Berg-Stadion. Darf man da als Frankfurter sagen? Darf man hin. Also heimlich. Der Bärmann sagt immer, ich fahre nicht nach Fürth. Wir hatten letztes Mal da. Ja, klar. Wir haben uns in Fürth getroffen. Ja, genau. Und da war so ein Festival, der Bob Dylan hat gespielt. Und auch der Santana waren ziemlich namhafte Bands, also auf dem Biber-Berg. Also du hast den Bob Dylan gesehen? Ich habe den Bob Dylan live gesehen. Und der Santana. Natürlich. Und da waren die haben da gesessen. Also Santana hat mir wirklich nie viel gegeben. Da dieses komische Scheiße in meinen Augen. Da kann doch keine. So, da kommt meine Geschichte. Kann doch jeder. So, das kann doch jeder. Das kann doch jeder, was das Santana kann. So, jedenfalls habe ich da auf der Decke gesessen, im Innenraum, auf dem heiligen Rasen vom OFC. Und dann spielt er, das hat sich der angehört wie Samba-Partie. Der Biberer-Bash, genau. Hat sich angehört wie Samba-Partie, das Lied. Und ich habe es halt nicht genau. Da war bevor uns einer, so ein Ausdruckstänzer, weißt du, der so getanzt hat. So, lieb ich. Ich liebe die auch. Also, ja, so. Und da habe ich gesagt, sag mal, ist das Samba-Partie? Sagt er, nee, Santana. Und da bin ich vor Lachen halt auch fast vor ihm gefallen. Ja, so. Aber er hat es drauf gehabt. Ja, der wusste. Man kennt ihn heute als Paul Panzer. Wirklich gut eigentlich, die Antwort. Eigentlich ist sie klasse. Er hat ernst gemeint. Ja, klar. Nee, das ist Santana. Aber also, klasse, Weltklasse, aber gut Offenbach. Ne? Ja, klar. Fängt mit O am Ende auch. Also was soll man da groß sagen? Also Offenbach halt. Was ist mit der Kaiserstraße? Gib mir die noch. Die gibt es noch. Ja, ist aber aufgeräumt. Wenn man in Frankfurt seinen Rotz loswerden will. Ja, aber heutzutage, das ist doch gar nicht mehr so wie früher. Nein. Ich war im Schnickschnack früher auf. Das kennst du noch nicht? Die Dame kenne ich schön. Schnickschnack kenne ich auch, da war ich aber nur einmal, glaube ich, allerdings zu meiner. Also die Kaiserstraße ist, ist eine ziemlich aufgeräumte Straße geworden. Ja, es ist ja im Endeffekt auf die Hauptbahnhofnähe, sollte man auch, sag mal, attraktiver gestalten. Finde ich auch. Ja. Es ist das Hip-Zentrum im Moment. Da ziehen die Leute hin, da steigen die Mieten ins Bodenlose, wie man sagt. Ja, ja. Ja. Wo wohnt ihr? Ich wohne in Hanau. Rudi Völler. Ja, na klar. Ach, gebürtiger, er wohnt da nicht mehr, aber gebürtiger. Riesenfreund von Rudi Völler übrigens, Bryan Adams. Ach komm, der Brian von die sind zusammen in Urlaub. Und Bryan Adams hat für Kiss Lieder geschrieben. Ja, das stimmt. Der Bryan Adams hat mit dem Gene zusammen geschrieben und richtig. Für Kiss geschrieben. Und der Bryan Adams verdient mittlerweile mit seiner Fotografie mehr Geld als mit seiner Musik. Er hat aber auch Akne. Das stimmt, gehabt eben. Also er hat schwere viele Akne, kennen die Sendung Akne X. hat schwer gezeichnet von seiner Akne. Jetzt feiern wir erstmal Weihnachten und dann kommt Silvester und dann kommt das neue Jahr. Was habt ihr, wenn wirklich der Impfstoff durchgeht? Wenn du sagst, alles klar, gib mir mal 2 Schatullen. Ja. Was habt ihr vor? Außer das neue Programm, habt ihr wieder Lieder? Ich mag das ja wirklich, dass ihr die Nummer solltet ihr länger machen, die Schlager. Ein bisschen auseinanderreißen, der. Ach, du meinst, der hat nicht der Sonne gesehen. Ja, genau. So, und das kannst du ja
Du kannst ja über jedes Lied, wo fährt der Zug nach nirgendwo, wo liegt der nirgendwo. Du kannst das ja mit jedem Lied machen. Wir haben das auch schon öfter mal dann ein bisschen besprochen danach, aber ich meine, sich selbst zu kopieren, da haben wir einfach keine Lust drauf. Wir wollen neue Horizonte und brauchen neue Herausforderungen. Wenn wir ein neues Programm schreiben, da kopiere ich mich doch nicht selbst. Ein anderer hat da auch keine Lust. Wir wollen da ganz immer neue Herausforderungen, neue... Ja, also machen wir. Sehr kritisch. Ja. Aber da ist doch noch viel Potenzial. Ja. Natürlich viel. Was ist denn, wenn Dragan und Alder Schlager? Also wir haben ja auch mal gemacht, Lars und ich hatten ja auch mal Johann Lafer, ne? Auf Mr. Lover. Aber viel leichter wird er nicht. Du kochst einfach fantastisch. Ich rutsch dir den Löffel sauber. So halt, ne? Johann Lafer. Ich fand das Lied Fleisch auch gut. Fleisch, das war ja... Da waren wir beim Grand Prix. 22.02.2002 ja. In Kiel. In Kiel. Andere haben da geheiratet. Damit haben sie nicht verpasst. Ja. Aber ist tatsächlich, man hat, du hast ja irgendwann mal eine Idee. Ich habe zum Beispiel, dass ich mich ja über Märchen, ich finde, dass Märchen sehr harte Themen manchmal haben. Es werden ja auch Kinder getötet. Ja. Und Wölfe und alles, das ist ja widerlich. Ja. Und dann durfte ich als Kind manche Filme nicht sehen, wie Eis am Stiel oder ne, und so weiter. Der Weiße Hai, weil in beiden Filmen gebissen wird. Ne, aber ich durfte manche, aber man hat mir die Märchen erzählt. Und dann habe ich auch gedacht, normal im neuen Programm musst du wieder ein neues Märchen nehmen, weil die alle so sind. Ja, ich hau mir doch die Hacke nicht weg, wenn ich in den Schuh passen will. Mach da mal bei Deichmann. Ja, so, oh, der passt, warte, komm, zack, dann passt der, oder was? Der passt dann. Ja, und da ist doch im Schlager noch viel mehr drin. Es gibt da so viel Schlager, wo man sagt, jo. Hau dem noch eine Tonne rein, mit 3 Tonnen kann er nicht unten bleiben. Was für ein Film? Der Weiße Hai. Ach, echt? Die sind da, die haben mit den Luft gefüllt. Ich weiß nur, dass der Hai keine Minute im Film zu sehen ist. Ist das so? Ja, ja, und es ist ja auch so, dass diese ganze Haiphobie von diesem Film herrührt. Ja. Haie waren bis zum Weißen Hai gar nicht. Mein Gag war immer, wie kann es vom Hai gebissen werden? Du hörst das doch an der Musik, wenn er kommt. Sag mal, es gibt doch, wo du das gesagt hast, gerade mit Schlager nochmal auseinandernehmen, was wir wirklich machen könnten. Es gibt doch diesen einen Song, ist er nicht auch von Michael Holm, wo er nur redet über den armen kleinen Jungen, der von den Truckern abgeholt wird. Nein, das ist, was du meinst. Teddybär 04, das ist... Teddybär 04. Und der hat One Hit Wonder und keiner weiß den Namen von dem. Doch, ich weiß, wie er heißt, denn ich habe tatsächlich seine CD zu Hause, die habe ich mir gekauft. Es ist ein ganz trauriges Lied eigentlich. Wunderschön, finde ich. Wunderschön traurig. Schön traurig. Schön traurig, ja. Beeindruckend traurig. Das ist ein Trucker. Einmal die Straße rauf und die Straße wieder runter. War denn Teddy 04, war der nicht querschnittsgelähmt? Teddy Bär 04 hat im Rolli gesessen und seine Mutter war alleinerziehend. Der Papa ist doch auch schon Truck gefahren. Ach Gott, der was habe ich denn hier angefangen? Hartz IV, das soll doch alles so lustig sein. Der ist auf der Autobahn hier mit Teddy Bär 04. Wahnsinn. Und trotzdem hat Dieter Thomas Heck Jeser. Teddy Bär 04. Dreimal dabei, nicht wieder weh. Was habe ich nur angerichtet? Ja, aber noch geiler finde ich Tränen lügen nicht von Michael Holm. Ja. Weil, also da weine ich regelmäßig. Ist richtig. Ich finde dir die Coverversion von Otto Wackels, Dänen lügen nicht. Ja, das ist auch viel geiler. Aber es ist natürlich auch so, also ich weine sowieso, ich habe sowieso sehr nah. Du kamst ja rein, du hast ja eigentlich die Pisse in den Augen. Das Problem ist, gestern lief wieder, aus Masochismus. Ich gucke Ein Engel auf Erden. Ja. Es ist ja aus Michael Landy. Michael Landy. Ja. Und da war ich regelmäßig. Prince Charming. Prince Charming. Muss ich gucken. Sorry, da mache ich da. Obwohl Nicolas war der erste Prince Charming, war bei mir im Podcast schon gewesen. Und er hat mir dann auch gesagt, was Analwachsing ist. Was ist ein Analwachsing? Dort ist hintenrum. Aber wenn er sich Du bist auf jeden Fall dann ein Flutsch wohl. Ja, also wir hatten einen homosexuellen Produktmanager und der hat gesagt, als der hat auf Pilka Enthaarungscreme geschwört. Mhm. Ja, der hat sich in die Kimme geschmiert und dann hat sie. Pilka ist auch ein unglücklicher Name. Ja, finde ich auch. Was beim Angeln. Das Neueste, ohne, ich möchte jetzt nicht zu sehr abdriften, aber es gibt doch jetzt auch Anal-Bleaching. Vielleicht hatte Gene Simmons auch Anal-Bleaching. Anal-Wax-Bleaching macht er. Gene Simmons hat einen Pornodarsteller geheiratet. Finde ich total geil. Ja, na klar. Die hat aber, sie, ich weiß nicht mehr, wie heißt sie, aber du kennst doch alle Namen. Ich kenne sehr viele Namen. Ja. Wie heißt sie? Weiß ich nicht. Frau Trump. Auf jeden Fall hat die haben dann auch den Daily Soap. Ozzy Osbourne hat dadurch bei mir wirklich an Ansehen verloren durch die Soap.
ehrlich, ich habe ich hatte den total vom Bildschirm, war der für mich verschwunden. I'm und durch diese MTV-Sache, ich fand das so lustig, da muss ich jetzt widersprechen, ich fand das so lustig, wie Ozzy Osbourne am Strand vor seinem Malibu-Haus und da ist so ein Feuer total drauf. Ich habe immer gedacht, und er hält seinen Arsch dagegen, I love warm in my butt on the fire. Ja. Und dann kommt das Meer und das Feuer geht auf wegen dem Schall. Fucking Ocean, fuck you, Ocean. Also, das ist doch geil. Also, so wenn man das so erzählt, ist es sympathisch. Ja. Aber ich habe gedacht, der läuft immer langsam über die Bühne. Nein, ja. Auch im richtigen Leben hat er jetzt kein Tempolimit gehabt. Nein, der ist total drauf die ganze Zeit. Also der ist halt drauf. Man nennt ihn ja auch Schnuffi Osbourne. Frankfurt Applaus. So, jetzt haben wir bald Weihnachten. Was habt ihr eigentlich vor nächstes Jahr? Nächstes Jahr wollen wir, also mal gucken, vielleicht kommt das neue Programm. Geht ihr auf Tour oder nur in Frankfurt? Wenn es geht, Touren. Wenn es geht, Touren. Also, das ist wirklich kein Spaß. Es macht keinen Spaß. Wir sind zu jung für Frührentner. Ja. Und also, da steckt auch noch so viel in uns. Und wir haben das neue Programm auch schon angefangen zu schreiben. Wir haben 70%. Also 50 hätte ich jetzt gesagt. Also 30 Minimum, oder? Nein, also ich würde sagen 60. Nahezu 50. Also auf jeden Fall über 50. Ja. Und ihr seid doch nicht 90 oder er so. Er ist ja der sich auf der Bühne, für die Leute, die das nicht wissen, er ist der, wenn er nur eine CD hat, er regt sich auf. Er sagt, was ist denn? Und er sagt, er regt sich auf. Ja, das und das macht er sehr gut. Auch. Machst du das im richtigen Leben auch, dass du also Situationen siehst, die Kasse geht jetzt nicht ganz so schnell, es wird Kleingeld gesucht und dann bist du in, du willst ja selber die 5 Cent aus deiner Tasche nehmen, die aber nicht angenommen werden. Ja, nein. Ja, richtig. Regst du dich in deinem Leben auch selber gerne mal auf? Es ist viel besser geworden. Früher habe ich ja Sachen zerschlagen gerne. Zerstört. Komplett zerstört. Computer. Ich mache eigentlich Comedy, weil ich will das Hotelzimmer so lassen. Nein, aber es ist viel besser geworden. Also ich bin überhaupt nicht mehr gewalttätig gegen Dinge und das ist ist besser. So eine Therapie ist ja auch nicht immer schlecht. Ja, teuer, aber hat gewirkt. Ja, macht keine Hotels. Und du bist mehr der ruhigere Typ, ne? Nein, das stimmt so nicht. Also ich bin... Wegen den Tränen und so. Nein, das ist natürlich nur, weil ich auch meine weibliche Seite also extrem zulasse. Weil ich das toll finde, weil Männer dürfen auch weinen. Ja. Männer müssen weinen. Dass ein Mann auch weinen kann. Aber die Frau denkt... Oh, guck mal, sympathisch, der weint. Aber trotzdem wird sie dich nicht in ihren Armen halten. Nein. Weil sie ein Lutscher. Sie freut sich, dass du weinst. Denkt aber, der wird mich nicht durch die harte Zeit führen. Nein, ist kein Alpha-Tier. Deswegen, Wenn du hingehst und der Türsteher sagt Karte und du klatschst ihm direkt einen rein. Oh, guck mal, der ist aber nett. Ja. Ne? Das ist so. Ne? Ja, was macht ihr nächstes Jahr eigentlich? Jetzt erstmal Weihnachten, jetzt erstmal Silvester und dann schauen wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr gehe wir haben das Jahr 2023. 2021 gehe ich auf jeden Fall auf die Kiss Cruise. Die 18. Was wir nächstes Jahr machen. Wir sind bei der Full Metal Cruise wieder dabei. Ja, seid ihr dabei? Es gibt so wenig, Ziele, die wir haben. Wurde ich angefragt? Der Slot ist besetzt von den Komikern. Ja, Komiker-Slot besetzt von den Komikern. Ist das aber Wacken-Team, ne? So, ja. Ne? Ja, richtig. Ich bin in Wacken aufgetreten. Ja. Und war geil. War geil. Viele mit MSV, über 20.000 Zuschauer, viele mit MSV-Trikot tatsächlich und so weiter. Und MSV ist das Geile ist ja, dass MSV man ist, ja... MSV ist HSV, München SV, ne? Ja, richtig. Basketball, glaube ich. Und das als Eintracht fangen wir. Wir haben eine längere Freundschaft als Schalke und Lübeck. Wir haben eine längere Freundschaft. Wir wollten die Nummer busy, das ist doch... Jetzt hört auf. Was macht ihr nächstes Jahr? Komm. Die Metal Cruise. Ja, die Full Metal Cruise. Was ist das? Ist das von Wacken? Neues Programm. Jetzt zum 10. Mal, ja? Ja, wir werden das noch... Aber ihr müsst 7 Mal auftreten, oder was, ne? Ja, das reicht. Am Stück. Bei uns. Nee, tatsächlich sind es 4, ne? 4 viermal mussten wir. Ja, sind ja auch die mehr bedeckt. 1, 2, 3, 4, ja. Ja, genau. Also, und ich war beim ganzen Tag. Ich mal auf Aorta. Viermal am Tag auftreten. Jedes Check. Ich habe mich in zugestellt bei der letzten Metal Cruise und war echt heiß. Er ging gar nichts bei mir. Welche Bands waren da? Halloween? Great White war da. Und nächstes Mal ist Overkill dabei. Overkill ist dabei. Overkill und Ander hat schon in den 90ern zusammen mit Overkill mit seiner Band gespielt. Genau, also Overkill, wir haben 6 Gigs für Overkill in Deutschland aufgemacht mit meiner damaligen Band, The Exotic Blowjob. Und es war cool, es hat Spaß gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in Krefeld gespielt in der Kufa und da hat mich so ein Typ in der ersten Reihe die ganze Zeit voll gerotzt. Ja, ich habe in der Kufa mal Big Country gesehen. Sehr geil. Ja, Big Country ist auch geil. Jedenfalls habe ich ihm dann ins Gesicht getreten. Zu Recht. Muss kann ja nicht, kann ist nicht nichts passiert, weil andere. Aber es gibt eine gute Heavy-Metal-Band auch noch, die das Lied für Eintracht Frankfurt
tatsächlich. Tankard meinst du? Boah, Tankard ist egal. Ja, der Gary ist der coolste von allen. Also die sind alle cool. Wir haben und wie er sich gefreut hat, dass er das vor der Kurve spielen durfte. Ja, klar. Wir haben es ja neu aufgenommen, weil irgendwie die Plattenfirma hatte da irgendwie gesagt, nein, das dürft ihr nicht mehr benutzen. Also neue und in Berlin im Mai. Da war ich und hab mitgesungen. Im Mai 18 in Berlin haben sie es auch gespielt, wo man die Bayern weggefickt. Weggepiemelt. Weggeballert. Hinti ist der geilste. Ja, Hinti war so oft schon bei meinen Auftritten. Ja, und ich habe ich habe Hinti Army, weil sein Physio, der damalige Physio aus Augsburg, Hendrik, der jetzt bei Alba Berlin der Physio ist, der hat ihn dann mit zu den Auftritten genommen. Und Hinti ist auch jemand, sag mal, der spuckt nicht rein. Ne? Wenn der frei hat, hat er frei. Ja? Ja. Was wir mit dem schon gelacht haben. Also das glaub ich. Man darf vieles gar nicht. Aber nein, der Typ, erzählen, der hat die Wahrheit auf den Lippen, der erzählt dir genau so, wie es ist. Du bist mit dem Hinti, bist du? Ja, hör mal. Ich liebe den Hinti auch. Der Hinti, der sagt zu mir, Markus, wir haben ein wichtiges Spiel in Irland, fahr mit. Ich sag, da habe ich ihn auf. Irland, wichtig! Ich fahr mit. Der Mann ist Weltklasse, wirklich. Ja. Und immer wieder, wenn ich in der Nähe bin da oder immer, je nachdem, wo er spielt, aber Frankfurt hat er, glaube ich, sein Glück gefunden. Ich fand es so geil, er musste zurück nach Augsburg und kommt mit dem Eintracht Frankfurt-Tisch da hin. Das fand ich wirklich gut. Nee, der hat wirklich Bock auf Frankfurt. Das finde ich auch geil. Also und er ist ja wirklich auch, Arsch ist ein starker Spieler. Absolut. Ja. Und wenn eine Ecke kommt, weißt du genau, irgendwo ist er. Ja, der müsste Fonti heißen. So gefährlich ist er. Ja, ist echt geil. Aber deswegen, ich mag ihn sehr und er hat mir dann so einen ganzen Haufen Hinti Army T-Shirts geschickt. Er hat ja einen Mann hinterm Bauch, was er nicht braucht und so weiter und Bretter zu leihen. Und dann hat er mir Hinti Army so die ganzen Dinge geschickt. Ich habe sie alle eingekleidet. Was machst du nächstes Jahr? Ich bin auf Tour im Wacken. Ja. Wir fahren mit einem Schiff über das Feld. Ja. Das wird von mehreren Leuten getragen, wird eine schöne Sache, wird viel Schlager. Und ich glaube, Tankard ist da. Schön. Das ist das, was man dann abgeht bei Aral, damit du Prozente kriegst. Ja. So, ich schaffe noch mal ein bisschen weihnachtliches. Ja, ich auch, genau. Zum Abschluss noch mal hier Weihnachten ein bisschen. Genau. Und wir werden gleich natürlich für euch. Und ich habe viele Zuschriften. Mir schreibt zum Beispiel Lars aus Frankfurt, singt doch noch mal das Weihnachtslied. Für euch machen wir das sehr gerne. Ja. Schneeflocksche, Weißrocksche, du bist so konkret. Du bist auch eine Aschenlöcher, aber trotzdem, wie geht? Platz 5, ewig, ohne Video. Jingen, Ultra Kahn. Du bist krass, ultra krass, Jingen, Ultra Kahn. Ich hatte die CD scheinbar zu früh ausgemacht. Immer nach 30 Sekunden. Das ist Frieda. Ja, die ist früher Krieger, aber jetzt hat sie sich beruhigt. So. Ich könnte mich manchmal selber gucken. Ja. Das war mein Jackpot. Ja, das stimmt. Jackpot-Cast. Ja. Es war so schön mit euch hier. Danke. Das Schöne ist ja, wir sind ja verbunden durch unser gemeinschaftliches Management. Richtig. Ja? Wir werden also zusammen auch Weihnachten feiern. das ist so. Wenn er mir was schenkt, was Kleines. Machen wir. Ja? Aber ansonsten könnt ihr das Lied gerne als Klingelton runterladen. Das war's von mir in meinem Podcast Kommunikation heute mit Mundstuhl. Tschö. Tschüss. Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost.